Hallo Freunde, willkommen zurück hier in Nordfriesland und irgendwie habe ich wohl einen kleinen Knick in der Pupille gehabt, als ich aufgenommen habe. Da bin ich mir so mit den Folgen durcheinander gekommen. Deswegen gestern nichts und Samstag war schon irgendwie Vorfreude auf Sonntag oder was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier sind wir wieder. Jetzt beim Düngerproduktion befeuern. Und in der Zwischenzeit werde ich noch so die restlichen Kandidaten hier. Was ist denn mit dir? Er fährt, okay. Mal beschäftigen. Dich zum Beispiel. Dich zum Beispiel. Und mit dem hier gibt's, glaube ich, Öl, ne? Auf jeden Fall holen wir da hinten die Paletten jetzt erstmal weg. Und bringen die dann dahin, wo es Geld gibt. Wir sind jetzt bei 2,6 Millionen. Die Uhr hat gerade aufgehört zu zählen. Das ist schon mal sehr gut auf jeden Fall. Oh, 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 hallo, hallo. Da kommt einer da raus, ey. Unfassbar. Oh, und wir müssen mal am Hafen gucken, ob da noch irgendwas los ist. So, Material gibt's hier erstmal genug. Aber Paletten wegnehmen, das können wir auf jeden Fall machen. Oh, 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 was ist denn hier los? Nein, 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 nein. Aus, aus, aus. Da geht's weiter. Oder auch nicht. Naja, macht halt auf jeden Fall irgendwas. Das ist schon mal schön. Ja, da tut sich doch wieder was. Sehr gut. Kurz für Verwirrung gesorgt hier. Mein Gott, jetzt hängt er hinten fest, ne? Was macht er nicht? Der hat keine Differenziale drin. Ich habe das gerade richtig festgestellt hier. Da müssen wir per Hand umladen. Macht auch nichts. Einmal Öl. Zweimal Öl. Ist eigentlich auch ganz gut, dass es hier jetzt gerade nichts gibt. Weil dann kann ich nämlich die Palette da weggreifen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss, dass hier irgendwas anfängt rumzuspinnen oder sonst irgendwas. Wo wir auf jeden Fall uns noch drum kümmern heute ist um die Obstproduktion. Da könnten wir eigentlich auch nochmal loslegen. So ein paar Obstpaletten dann durch die Gegend zu fahren. Jetzt gucken wir aber erstmal, wo wir das Öl loswerden. Speiseöl bei Meckes. Eigentlich ganz geilen Kurs. Und dann fahren wir noch kurz an der Brauerei vorbei. Ja, mal eben kurz vorbei, ob da noch irgendwas zu holen ist. Gut, Bier brauchen sie jetzt. Oh, warum fahre ich denn hier rein? Naja, gut, okay. Hier, das ist also hier die Raffinerie. Na, hier wird Speiseöl und Biodiesel hergestellt. Könnt ihr euch mal angucken hier. Ganz tolle Einrichtung. Und wir fahren dann einen weiter. Hier hin. Hier gibt es Bierpaletten. Wenn wir Glück haben. Na, drei Stück, das lohnt sich nicht wirklich. Bierkasten am Stadion. Ist noch zu wenig. Leider zu wenig. Und da stehen auch drei. Nee, das ist zu wenig. Das lohnt nicht. Dann fahren wir jetzt
einmal kurz hier in die Blumenkästen und den Zaun kaputt und fahren weiter zur Käserei. Holen dort den Käse weg, dann können wir den zusammen mit Speiseöl zusammen bei Nickes verkaufen. Das ist, glaube ich, der sinnvollere Weg. Das war jetzt ein bisschen Kurverei auf jeden Fall erstmal da unten rum. Aber es gibt ja immer ein Aber, ne? Ich denke mir mal, das war gute Kurse auf jeden Fall dafür kriegen könnten. Das ist dann wieder ein bisschen mehr Geld und das bringt uns dann wieder Feld 12 etwas näher. Ah, einmal hier schön querfeld ein. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen, ne? So. Überall einen Punkt erreicht. Na, hervorragend. Oh ja, hier lohnt sich das auf jeden Fall. Da müssen wir mal kurz gucken, was ist. Das ist Käse und Käse. Aber warte mal, das ist Frischkäse hier, ne? Ja, Frischkäse wollen wir jetzt erstmal nicht. Mal kurz. Käse bei Aldi. Ah. Frischkäse bei Lidl. Es ist doch zum Heulen. So eine Aldi-Tour wieder machen. Das ist Aldi, das ist ja... Boah. Immer so weit weg. Gucken wir mal. Milch, Butter, da, Joghurt. Preise sind da schon mal nicht so berauschend. Höchstens bei der Milch. Also Haarmilch. Ja. Aber hier noch so. Haben wir einen Edeka 2,6 und 2,7 mittlerer Preis. Dann geht er zu Edeka. Liegt hier in derselben Richtung. So, dann machen wir hinten mal das U an und fahren einfach mal hier rein, ne? Einmal schön auf die Rüstung hier, wollte ich gerade sagen. Können wir da einfach so... Oh, Maßarbeit! Nein, können wir nicht. Dann fahren wir halt einfach... So. Und setzen dann zurück. Ist mir auch echt ehrlich gesagt. Und zwar, wir kriegen das Zeug aufgeladen. So. Ein paar Paletten haben noch Platz. Gehen wir noch so da drauf. Einmal schnell hier rum. Hey. Was ich auf jeden Fall mal brauche, ist eine Verkaufsroute zu Aldi, ne? Von überall her. Dass ich da nicht ständig irgendwie sage, kein Bock zu Aldi zu fahren. Ne?
Da muss ich mal gucken. Irgendwas lasse ich mir da noch einfallen. Ich muss ja eigentlich nur an dem bestehenden Kurs von den Gewächshäusern. Also hier dieser Gemüseverkaufskurs quasi. Da muss ich ja nur anknüpfen. Und wenn ich das habe, ist das schon sehr nice auf jeden Fall. Denn dann kann ich doch mal zum Bestpreis verkaufen. Dann muss ich immer hier mit dem mittleren Preis vorlieb nehmen. So, dann haben wir noch Gewächshäuser und Pelletproduktion, die wir dann noch ein bisschen befeuern können, beziehungsweise dort Paletten einsammeln. Dann müssen wir gleich gucken, wie das aussieht mit... den Gerätschaften, Holzpellets. Hier fahren wir rein. So, jetzt hier Multitasking. Autofahren und auf die Preise gucken. Aber wenn die Preise so sind, wie sie jetzt sind, dass nämlich gar nichts zu sehen ist. Ne, Pellets tauchen nicht auf. Ich bin schon zu weit, ne? Ja, egal. Fahr ich jetzt erstmal zu Edeka. Mach den leer und dann fahren wir bei McDonald's vorbei. So machen wir es. Hier rein, bitte. Da ist Lidl. Das heißt, wir sind schon. Ne, gar nicht wahr. Wir sind schon richtig hier. Aber hier sind wir falsch. Irgendwann werde ich das auch verstanden haben. Ich denke mal so in Folge 500. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber es könnte gut sein. So. Abladen bitte. Und lass die Gate-Uhr weiterlaufen. Perfekt. So, das Öl loswerden. Und dann haben wir es für heute auch geschafft, ne? Ja, dann fahren wir hier lang, fahren da rechts rum und dann sind wir auch eigentlich schon da. Ne? Das müsste doch dann passen. Vielleicht hätte ich auch einen später links reinfahren können. Hier ist nämlich... Hier ist falsch. Ja, hier ist falsch. Das sehe ich ein. Wir müssen, glaube ich, hier einmal auf die Straße und dann von da aus dann da rein. Das könnte schon eher passen. Ja, ja. Genau, hier war das. Und der Verkaufstrigger war, glaube ich, auf der anderen Seite, ne? Ihr Kollege macht dich da mal eine Seite. Pass auf, da kommt noch ein Anhänger hinterher, der dich einfach mal durchtrennt. Ja, so kann es gehen. Einmal nicht aufgepasst, zack, nur noch die Hälfte da. So, Trigger war hier, ne? Gehen wir noch ein bisschen rüber. Und setzen es mal hier. Das könnte passen. So, jetzt wirst du reich hier. Ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal zurück zum Sägewerk im Süden. Da ist alles weg, alles klar. Und dann werde ich auf jeden Fall die Holzpellets aufladen. Ich werde
dann mit euch zusammen noch den Abraum beseitigen bei der Palettenproduktion. Und dann soll es das gewesen sein, liebe Freunde. Für heute zumindest. Und morgen schauen wir dann einfach mal, wie es weitergehen kann. Und würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.